So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jetzt wird Weißwäsche gewaschen, Kopfkissen und Bezug und noch so ein paar weiße T-Shirts. Und ja, genau. Und Perlen mache ich jetzt Amethystblütentraum. Die gebe ich jetzt einfach hier. So, genau, und mache ich zu, dann kommt hier, schauen wir mal, ich nehme vielleicht Young King, da ist fast nichts mehr drin, aber das reicht noch, da ist eh nicht so viel Wäsche und deswegen reicht es. Geil, oh mein Gott. So. Ah, und wie ihr sehen könnt, haben sich die Perlen aufgelöst. Außer die blauen nicht. So. Genau. Jo, dann gebe ich noch Fallwaschmittel in Flüssig mit rein. So hier mit rein. So. Also ich liebe die Produkte von Kuschelweich, auch die Waschmittel, die sind so gut. Und ja, dann nehme ich noch ein wenig vom Sensitiv von Spee. Gebe ich das hier noch rein. So, dann machen wir jetzt die Maschine an. Und gehen erstmal auf Spülen. So. Und ich suche jetzt kurz meinen Becher. Dann gehe ich erstmal das Spee runterspülen, damit es nicht irgendwo kleben bleibt. Das schon mal rein. Sieht cool aus. Wassermenge ist mal gut. Okay.
Ja, super. Machen wir Stopp. Gehen wir mal auf Baumwolle. Machen wir. Machen wir 60 Grad. So lange muss es auch nicht waschen. So. Dann kommen wir zum Weichspüler. Also wie gesagt, ich benutze jetzt das alles, was hier ist. Und ich habe jetzt hier gerade wieder den Norkiss. Da mache ich nur eine Kappe rein. Und ups, genau auf den Punkt angehalten. Klar, dass ich das mal hier verkacke hier. Ja, das passt. Und dann nehme ich noch, was hier auch an der Seite ist, Lenor Aprilfrisch, die Jumbo-Flasche. So. Und fülle das einfach voll. So. So. Ich das wieder hier auf die Seite. Ups, ich habe irgendwas gedrückt. Nein, kein Wasser plus. So, jetzt habe ich da ein bisschen Schmutz im Ohr. So. Das tue ich jetzt mal kurz sauber machen. Schon ganz schön. Also hier läuft gerade der Trockner. Wundert euch nicht, dass der jetzt ein bisschen schmutzig ist, weil meine Kinder, die tun ja überall mit den Fingern rumspielen. Und jo, genau, ich tue jetzt die Wäsche trocknen. Die vorherige. Diese Schwarzwäsche war drinnen, die ist jetzt auch fertig. Socke auf dem Boden. So. Ja. Dann gehen wir mal rüber wieder zu der Weißwäsche. So. Also eigentlich wasche ich sowas, so bettmäßige Sachen, immer so ab 70 Grad hoch. Aber da ist so ein T-Shirt oder zwei T-Shirts drin, wo ich mir ein bisschen unsicher bin. Also ob ich sie heiß waschen darf oder nicht. Und genau, deswegen... Ah, und da ist noch das Kleidchen von meiner Tochter und ich weiß nicht, ob das kaputt geht oder so. Deswegen gehe ich jetzt auf Nummer sicher und mache einfach nur 60 Grad. Und ja... Und wie ihr sehen könnt, seht ihr diese Farbe da? Da ist so ein T-Shirt, das ist so ein bisschen grau. Das will ich jetzt wieder weiß bekommen. Ich hoffe, das klappt jetzt auch. Genau.
Weil das war bestimmt ein paar Mal mit bunt gewesen und das hat sich jetzt grau gefärbt. Und man kann das jetzt auch sehen. Und ja, hoffentlich wird es wieder weiß. Ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann, ciao!